Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, hier zurück zu einem neuen Pack-Opening zum Team des Jahres. Ja, heute die Stürmer am Start. Wermelam Ding Dong! Und im Hintergrund natürlich auch noch der Krieger und der Sunrise. Beide mit in der Skype-Konfi. Und jetzt werden Packs geöffnet. Und ich hoffe mal, dass wir einen Messi ziehen. Oder einen Ronaldo. Oder einen Falcao. Ist klar. Oder sonst irgendein Team, ob sie hier ist, mir eigentlich. Einen anderen geht ja nicht. Team der Woche Spieler wird vielleicht noch gehen. Wer ist denn da nochmal drin? Ich habe mich gestern gezogen. Alter, hau bloß ab. Die Natale. Die Natale ist so geil. Ach, hau ab. Ich habe gestern hab ich diesen Larazzi gezogen, oder wie der Stampenbob heißt. Im Abschluss. Noch irgend so ein Bob. Ja, ich ziehe erstmal hier das. Alter, Ronaldo ist ein 97er. Für 358. So. Schauen wir mal. Erstes Pack geht auf und. Ronaldinho. Alter, wie trollen die mich denn? Ronaldo? Ja, ich sehe schon Ronaldo. Ronaldinho. Oh. Das fängt ja schon. Ich auch schon mal diesen Rolando gezogen, ey. Da bin ich auch was ausgeflippt, ey. Warte, Rolando ist natürlich auch geil. Ich biete jetzt direkt schon mal hier auf den Ronny. Ja, klar. Forza. Ja, schade, sonst ist leider hier nur Müll drin in dem Pack. So, 2.665.000 sind auf den Ronny geboten. Hast du geboten gerade? Nee, noch nicht. Da wirst du auch immer noch überboten, glaube ich. Also, ich denke mal, der wird noch teurer werden. So, zweites Pack in der Happy Hour noch. Für 350 FIFA Points. Hier 12 goldene Spieler. Oder 12 Spieler und die meisten Gold und. Achtung, die Russen kommen bei mir. Schauen wir mal. Wer kommt? Utaka! Alter. Also, ich finde es auf jeden Fall gut. Muss ich jetzt mal hier so sagen, mit welchem Elan du ziehst. Ja, ich weiß, dass du einfach einen nach dem anderen ziehst und sagst, scheiße. Ich finde das gut. So, ich habe jetzt auch mal ein Pack gezogen, Ederson. Anin Thiago. Ja. Da kannst du direkt abstoßen. 1050 sind Effekt und der beste Spieler ist so ein 77er Randspieler. Also ganz ehrlich, es ist eigentlich eine Farce. Also bei mir waren gerade zwei seltene drin. Hernandez von Palermo und... Ja, bei mir waren zwei seltene Verträge drin. Korrekt. Edeka von Everton. So, Pack ist nicht mehr verfügbar. Das heißt, jetzt geht's auf die Goldpacks. 700 Punkte haben wir schon ausgegeben. Für Nüs. Für Nüs, ja. Jetzt gibt's noch... Ne, 5 Stück davon? Nein. Ziehen erstmal hier ein, so ein 24 Moped Pack, Gold Pack. Und wen haben wir drin? Clarence Seedorf. Genau, und Konko habe ich gestern gezogen. Konko, aber der ist cool. Konko mag ich. Amero, guck mal hier. Ist aber nichts wert. Ja, aber den kann man ja benutzen für sein Team. Es gibt nämlich auch Spieler, die mit denen kann man wirklich spielen. So wie der hier, die sehen eigentlich auch ganz spielbar aus. Ypsef. Warte ich mal. Ypsef, ja. Kennt ihr noch das Ypsef? Ich fand das Ypsef. Es gibt jetzt auch Ypsef Reloaded, irgendwie so das Magazin für Männer. Ja? Gern. Okay. Clarence Seedorf, ey. 80. 54 Pace, ist ein bisschen langsam. Aber dafür 4 Sterne Skills und einen guten Schuss. Und 86 passen. Er wird trotzdem abgestoßen, so wie es aussieht. Sehr gut. Lass dir das nicht gefallen, Fassel. Nee, lass mir nicht gefallen von FIFA hier. Ihr könnt mich mal. Ich will ein vernünftiges Pack haben, deswegen wird alles abgestoßen. Scheiße, ey. So, jetzt haben wir 1000 Coins ausgegeben. 1300. Nächstes Päckchen. Auf da komm, ich zieh mal ein Päckchen hier. Hier, komm, auf. Reus! Marco Reus! Was? Commander zieht und wen zieht er? Marco Reus, bockig. Reus bockt noch. Ja. Der ist doch wenigstens ein bisschen was wert noch, oder? Ballesteros. Aha. Ja. Aber ich hab Junpa. Nee, Park Junte gezogen. Ja. Ein Beast, würde man so sagen. Und McNaughton. Matthias Suarez Rondo. Haben wir ja hier schon. Ja, wobei Reus ist auch nur noch 5000 wert. Echt? Ja. Krass. Ja. Das ist echt krass. Ja, ich behalte es mal. Hier im Moment ist ja nur 5000 wert, ne? Also die steigen ja wieder. Nach dem Team des Jahres, nachdem ja jeder sein Bimbo gezogen hat. Nochmal ein Pack gezogen, den habe ich. Der beste Spieler, Adam. Und mein bester Spieler hat 62 Pace. Geht doch. Schalke-Trikot wird abgestoßen. Arsenal-Trikot auch.
Und das Tottenham Spurs Trikot ebenfalls. Tschüssi. Ja, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Noch eins? Da kommt schon wieder ein Russenbomber. So, warte mal. Walcott. Walcott hast du gezogen? Mhm. Warte mal, ich hatte 5400 FIFA-Points zum Start. Das heißt, ich ziehe noch bis 3000 und den Rest machen wir in einem Livestream. Ja. Machst du heute Livestream? Ne, heute nicht. Heute. Obwohl, warte mal, wann kommt denn das Video? Weiß ich noch nicht genau. Morgen vielleicht. Samstag. Samstag kommt vielleicht ein Livestream. Schauen wir mal. So, Wagner Love. Joris. Jöris, der Löris. Den Hugo. Der geht doch auch klar, oder? Und Judson, geil. Der Loris, ja. Ja. Was sieht der da, Alter? Loris. Ja, Brechert, ne? Lukas Leiva. Ich find's auch schon ein bisschen, um es nicht anders zu formulieren, skandalös. Ey, ohne Scheiß, das ist, glaube ich, der Beste, den ich bisher gezogen habe. Abgesehen von Agbonlahor. Und bei Utaka machst du so eine Party auf, machst du ein heißes Wasser auf. Ja, Utaka ist geil. Oh, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch nie gegen den gespielt, ne? Wird, glaube ich, mal Zeit, dass du mal von dem auf den Arsch kriegst. Vom Utaka. Ja, und dann höre ich nur... Und das gleiche dann auch, wenn... Babo mal wieder drei Hütten einschenkt. Ibabo! So, jetzt sind wir im Fluss hier. Reus, dann Löris, dann muss er jetzt ein Team of the Year kommen. Ziehen wir mal noch einen hier. Gucken. Sieht Team of the Year. Ronaldo, komm schon. Rooney! Woo! Alter, jetzt geht's aber wirklich ab. Rooney? Krass. Rooney? Ja. Rooney und Gomez drin und Elia, bockig. 75k. Ey, ja, behalte ich dann wieder 150k wert. Krass. Ey, ohne Scheiß, so gut habe ich noch nie gezogen. Gomez behalten wir auch mal hier für den Sturm. Wahnsinn. Ja, sowieso. Geil. Krass. Ey, so gute Packs hatte ich echt noch nie. So geht gerade einer ab. Fitness-Pack noch dazu hier. Ich schwör's euch, wenn der jetzt ein Infos-Team-Wochenspieler hier zieht, fahr ich zu dem. So, die Fitness-Kacke hauen wir gerade auf. Klingel, geh hoch und zenner den einer. Ey, ohne Scheiß. Den Löris, den Rooney und den Reus. Also, mein bester Spieler ist Hübbetes. Ja, Bock doch auch. So, die Fitness-Kacke hauen wir wieder weg. Danke, EA. Hat sich echt gelohnt, hier die Scheiße zu ziehen. Wie viel haben wir noch? 500 Points. FIFA-Points. So. Ziehen wir mal da direkt noch eins hier. Wen ziehen wir jetzt? Komm schon. Ja, Ronaldo. Diego Capel. Mhm. Ja. Ronaldo. Diego Capel. Das war's dann wieder mit dem Glück. Aber warte mal, der sieht auch nicht so schlecht aus. 4-Stärke Skill Moves, 88 Pace, linker Flügel. Der geht. Auf der portugiesischen Liga, den behalten wir auf jeden Fall mal. Ja, auf jeden Fall. Basten wir. Small, da basten wir bestimmt mal irgendwas draus. Sonst leider nur. Ja. Mist, die 3-5-2 Aufstellung behalten wir. Chelsea Auswärtstrikot, nee. Boah, Verträge für den Arsch. Haben wir genug. Und, ja, Pack ist nicht mehr verfügbar. Das ja, heißt, und wen ziehe ich nochmal im Pack? Konko in Form. Konko in Form? Geil. Ja. Ja, direkt wieder reingepackt, ne? So. Abstoßen. 200 Points will ich jetzt noch ausgeben. Das heißt, wir holen jetzt uns noch zwei Gold Packs für 5000. Lomberts, der ist Innenverteidiger aus der russischen Liga, ne? Ja. Oh, 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 oh. Wendel. Irene, ja, kacke. Scheiße! Scheiße. Union Berlin Trikot. Bockig. Behalte ich mal. Rest auf den Scheiterhaufen. In den Müll. Ja, und ein Pack können wir jetzt noch ziehen. Ja, und wen ziehe ich jetzt? Bale. Quatsch. Ja. Ja, nice. Ja, ist der nicht Info? Ja, gestern. Wie gestern? Gestern war Team der Woche. Bale. Ach, Quatsch. Ja, letzte Woche, ja. Und gestern habe ich Sergio Ramos gezogen. Ach Quatsch. Ja. Marcelo hattest du doch auch, oder? Marcelo hatte ich auch, genau. Auch einen Tag zu spät. Das ist so ein Trollfuck. Läuft ja. Doch. So, wen haben wir hier gezogen? Bender. Ja, der ist auch gut. Den behalten wir mal. Vielleicht bauen wir nochmal ein Bundesliga-Team auf. Karadenis. Und ich habe einen Tripper gezogen. Tripper? Ja. Ja. Wo hast du den gezogen? Ein Pack, du Arsch. Ist klar.
Bin auf der Reeperbahn. Schön ordentlich. Hallo Tripper. Dich nehme ich mit. Immer ein Freimann. Genau. Aber ich kaufe mir jetzt Ronaldo, geht mir auf den Sack. Ich kaufe mir jetzt Ronaldo. Geil. Ne, ich bin echt zufrieden mit der Ausbeute. Krass, Rooney, Lloris, Roy. 3,4. Schmackhaft. 3,8, 3,5. Ja Leute, Packs ziehen lohnt, vor allen Dingen in der Happy Hour. Ihr habt es jetzt gesehen. Ja, sehen wir uns im Livestream. Boah, ich setze mal eben 3 Millionen. 3,5 Millionen setze ich für den Rolli. Viel Spaß dabei. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das schon wieder mit dieser Folge. Bei dem Road to Inform Pack Opening. Wir ziehen uns Ronaldo, Messi oder sonst irgendeinen von den Pillemännern. Und ja, macht's gut. Haut rein. Ciao mit V. Uhu. Yes.